Ja, ich werde auf der Bodenplatte so viel wie möglich vorbereiten. Die ganzen Positionen der Schränke, die Bohrungen, den Abfluss. Ja, dann habe ich es nachher leichter mit dem Arbeiten. Also dann. So, jetzt das Wasserkonzept hier. Das sieht gar nicht schlecht aus. Hier mache ich den Wasserboiler hin. Dahinter kommt die Pumpe rein. Das kriegt man hin, sodass ich hier irgendwo die zwei Entleerungshahnen platzieren muss. Einmal für das kalte Wasser und einmal für das warme Wasser. Gucken wir mal unten runter, wo das Platz hat. Also ich habe jetzt zwei Positionen für die Entleerungshahn gesucht. Die eine wäre in diesem Eck, die eine wäre hier in der Ecke und der andere hier. Und ja, jetzt erstmal ein kleineres Loch vorbohren, um zu sehen, ob das auch so passt, wo ich dann das dicke Loch bohre. Ja, einmal. So, schauen wir mal von unten. Ah, okay, hier sind die zwei Löcher. Das heißt, hier kommen nachher die Ablaufventile raus.